Hallöchen und herzlich willkommen zu Skysolated Folge. Ey! 52, glaube ich. Ah, jetzt bin ich hier die Treppe runter. Ich will doch gar nicht. Ist die Treppe runtergefallen. Ja, hallöchen auch von meiner Seite. Mann, ey, immer haut er mich. Ich glaube, du bist ein kleiner Sadist. Psst. Mano. Hier funktioniert irgendwas nicht. Heute schaffe ich es endlich, meine Induktionsschmelze zu bauen, ey. So, Invar-Block mal gleich klein machen. Brauche ich eigentlich nur zwei von, aber egal. So, dann das. Edit. Mal hier runter. Mein Backen ist voller Magie. Lava. Ich muss mal Lava loswerden. Tuka, wo bist du gerade? Ich muss mal gerade Lava loswerden. Ich komme jetzt da hoch. Also, ich schütte keine Lava hier runter. Wo bist du? Ich töte dich. Wenn du mich mit Lava in Feuer setzt, dann setze ich dich mit meinem Schwert in Feuer. Okay, ich glaube, ich will es nicht provozieren. Ich brauche noch ein Machine Frame. Machine. An der Main Machine. Und ein Redstone Reception Coil. Keule, alles klar. Oh, nein, nicht Sweet, sondern Squid. 200 Machine Lebenspunkte, das Frame. Muss doch machbar sein. Hast du noch Glas? Nein, nicht für dich. Och, komm, doch, ich hab noch voll viel. Ich hab noch 39. Jetzt wie viel brauchst du? Doch nicht so. Eins. Okay. Komm, hol's dir. Ich bin mein Blutaltar. Okay, ich pack noch schnell. Was kann ich denn da noch reinpacken? Kann ich da noch was loswerden? Das Invar brauche ich nicht mehr. Eine Crushed Nickel Ore brauche ich nicht mehr. Drei Elektrumblöcke brauche ich nicht mehr. Gut, ein bisschen Platz gemacht und jetzt komme ich mal vorbei. Ich glaube, er möchte kein Glas. Ich schmeiß mal hier runter. What the fuck? Ey, du kommst hier nicht durch. Der Harvester macht die Tür. Hast du gegeben, alles klar. Ich hab's blubbern hören. Ein Glas? Hab ich gesagt, ich brauch ein Glas? Bibi und nein, Tina noch, und reiten auf Amadeus und wie heißt denn ein anderes Pferd? Keine Komm, Ahnung. Wir tauschen. Ich nein, geb dir ein Jake. Boot und du gibst mir noch ein bisschen Glas. Warte, ich hab mit dem Boot eine Idee. Was machst du denn mit dem Fisch? Ja, ich will da was craften. Was willst du denn beschwören hier? Hier, hol Glas. Na, denk an den Server. Der Server kam, ich war kreuzweise. Server ist halt eh ein Arschloch. Auf dem Rückweg kontrolliere ich nochmal die Saplings. Was hast denn du da? Copper Beach Sapling noch reingesetzt? Warum? Warum geht das nicht? Mann. Warum geht das nicht? Solange man Apple Apple Teenie? Apple Wood Blätter auch in den Kompostierer hauen kann, ist alles gut. Oder war er das selber? Sag mal, was ist denn das überhaupt für ein perverser Alpha-Baum? Guck dir den an, bevor der verschwindet. Alter Vater. Heftig, ne? Der ist mal groß. Und warum hat bitte der Harvester jetzt den Baum geerntet? Den Weihnachtsbaum? Hat er? Ja. Der dann hat doch gar nicht so eine Reichweite. Dann hast du wahrscheinlich ein zu gutes Upgrade reingeklatscht. Nee, eigentlich nicht. Der hat gar nicht... Oh, mach der doch hat mal die Reichweite ja. Nicht. Nimm mal den Sledgehammer in die Hand. Und dann siehst du... Soll ich mit dem? Ja, guck, dann kannst du sehen, wie weit der Harvester geht. Ach hier, was, der das wusste ich gar nicht. Der Weihnachtsbaum war ja hier. Und guck mal... Vielleicht ist er gefault. Ist seltsam. Ist ganz Boing. Seltsam. Danke. Ja, ich gebe dir wenigstens die Sachen wieder zurück. Mach ich doch auch immer. Ja, genau, als ob. Ich habe deine Gießkanne noch. Ja. Und so schließt sich der Scheiß, der ja. Kreis. Haben wir noch einen... Ich mache jetzt einen zweiten Crafting Table, ey. Wir haben doch schon zwei. Wo haben wir denn einen zweiten? Im Keller. Echt? Ist im Keller auch ein Crafting Table? Klar. Okay, dann mache ich da meinen Machine Frame. Machine Frame? Oder Mean Machine? Ich brauche nur noch ein Gold und Alu. Hatten wir ja auch noch ganz viel. Nehme ich mir mal alles mit. Ich weiß gerade nicht, wie viel ich brauche. Glas habe ich genug. So, und dann gleich eine Induktionsschmelze. Und dann machen wir Hardened Glass. Und dann. Ja, beruhig dich, Brauner. Ich glaube, das ging so, 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 so. Hageln ist voll langweilig. Machine Frame. So. Und ich habe gerade beschlossen, Angeln ist langweilig. Angeln ist meditativ.
Ja, meditativ am Arsch. Vielleicht hast du auch noch Visionen dabei. Warum klappt das hier nicht? Muss man einmal da. So, Redstone Reception Coil unten. Induktionsschmelze. Wo kann ich die denn mit ranhängen, stromtechnisch? Keine Ahnung. Neben den Auto-Brewer? Nee, oder? Hat ja sowieso kaum Saft, die Strecke hier. Ich mach den dahinter. Das mach ich ja noch. Ich mach den dahinter, weil da ist ja auch noch Platz. So, Induktionsschmelze. Bekommt ganz, ganz langsam RF. Aber so viel RF. Ach doch, ich brauche 4 RF. 4000 RF, glaube ich, für einen Schmelzvorgang. Alter! Das hier funktioniert irgendwie nicht. So, keine Ahnung, warum. Pulverized Obsidian. Drin. Ja, 12 Pulverized Obsidian. Dann gucke ich mal, dass ich ein bisschen Lead bekomme. Ein Block. Kann ich auch Blöcke pulverisieren? Kriege ich dann gleich mehr? Du fragst mich da. Ich versuch's einfach mal. Lit Netherrack. Ja, das würde ja Strom sparen. Dann. Genau. Oh, schon wieder ein Ei. Ei. So, Kabel raus. Mist, hätte ich ja mal. Einfach wechseln. Oh, leider kein Hühnchen rausgekommen. Ah, geht leider nicht. Okay, dann muss ich den nochmal rausnehmen. Klein machen, Ingnots draus machen und dann tauschen. Hallo! Und dann warten. Moin, moin. So. Lutsch. Komm ich nicht dran. Dann machen wir das anders. Die Obi-Axt. Jetzt muss ich ein bisschen warten, bis ich genügend Lead habe. Pulverized Lead. Also ich habe 12 Pulverized Obsidian. Ich müsste gleich 9 Pulverized Lead haben. Dann mache ich mir noch 3 Ingnots. Und ich sollte mal was essen. Hat noch irgendwo noch ein Feuerzeug, oder? Hast du noch ein Feuerzeug? Nee, tut mir leid. Ah, der Casting Table ist verbuggt. Ah, jetzt geht's doch nicht weiter. Was ist da los? Oh, toll. Ey, der verbraucht die ganze Zeit Ingnots, aber macht nichts. Ich muss den Casting Table abbauen. Wie, der verbraucht? Ja, der ist ja manchmal verbuggt. Nee, der verbraucht Lead? Was hab ich denn gesagt? Der verbraucht Ingnots. Ja, Lead Ingnots. Ja, aber verstehe ich nicht. Naja, aber egal. Macht keine. Deswegen muss ich den kurz abbauen und den Casting Dings wieder rauf machen, das ist die Form. Und dann kann ich wieder, theoretisch, ja, jetzt geht's wieder. Sehr schön. Ingnots machen. Da muss man nämlich aufpassen bei der Schmelze. An die Leute da draußen, die auch diese Mod spielen. Die ist gern mal verbuggt. Kappes. Ist mir noch nie passiert. Mir passiert es ständig. Da machst du irgendwas falsch. Oh, jetzt hat er schon wieder Steine drin. Da muss ich wieder tauschen. Wo sind die Ingnots? Da sind die Ingnots. Haben wir noch einen eigenen Ingot? Dass du mir gerade abtreten könntest? Für Lead oder was? Nee, ich brauche ein Feuerzeug. Oder hast du noch ein Feuerzeug? Ich habe, glaube ich, Alu dabei, ja. Ich brauche Eisen. Geht das nicht mit Alu? Nicht. Nein. In der Schmelze ist, glaube ich, auch noch. Lead, Elektrum, Tin, Gold, Nickel, nö. Ist nicht mehr. Nein. Dann hat er sich das mit irgendwo verbunden. Dann hat er da Lead draus gemacht. Invar. Ach, was muss ich denn jetzt da? Dann machen wir das anders. Ich habe jetzt keine Lust zu warten. Ah, wieder kein Saft. Ja, ich arbeite doch dran, du Pimmel, ey. Mann, das war doch nicht so gemeint. Ja, doch, war es. Nur am Beschweren. Quatsch. Oh, ich brauche jetzt Saft. Ja. Gib warte mir mal, eine ja, Sekunde. Warte. Wir haben doch eine Notreserve. Alles gut, ich muss nur eine Lever dahin packen. Wir haben doch noch 16.000 Millibuckets. So mag ich das. Wir haben noch 16.000 Millibuckets in Reserve. Das ist doch egal. Ich habe jetzt unsere Lava-Produktion nochmal 150% beschleunigt. Oh, echt? Es ist so viel schneller. Trend des Netherrack. Geil. Zack. Damit es auch keiner löscht. Ist auf jeden Fall schon schneller.
Ja, und ich pack nochmal den Turbo. Jetzt muss ich das Ganze hier natürlich erstmal nochmal fangen. Ja, das tut es gleich. Moment, wir haben noch den Turbo. Ich muss da nur rankommen irgendwie. Ich hab auch noch ein Lava-Bucket. Kümmst du den auch mal noch rein? Wir haben hier oben 16 Lava-Buckets. Ja, okay, dann hol ich mir halt da. Ich muss aber dafür erstmal... Ist gut. Alles. Das wegmachen. So, jetzt sind das ist da die falsche Stelle, oder? 2000. Okay. Mann. Reicht immer noch nicht hundertprozentig. Zumindest nicht, wenn die ganze Zeit Energie verbraucht wird. Alter, wo hast denn du den Induction Smelter dahingesetzt? Oh Mann, ich mache hier nur Scheiße. Yep. Nein, nicht auf den Induction Smelter bezogen. Der sitzt gut. Ich kann da nicht rankommen? Oh, Hayabubu, machen schnell. So, ich hab den Lever wieder. Wo ich mach Hayabubu. Das ist super. Hayabubu. Ja, muss ich den wegnehmen? Lalalalalala. Keiner macht mit mir Hayabubu. Na ja, doch. Danke. So, jetzt läuft die Lava nämlich runter. Jetzt kommt der Turbo. Und dann habe ich auch... Ja, jetzt habe ich 12 Pulverized Lead Ore auf einmal. Ja, jetzt läuft's wieder. Ja, aber ich hab oben den Tank angezapft, ne? Unser Notreserventank. Aber hier stimmt immer noch irgendwas nicht. Ich habe den Notreserventank angezapft. Also jetzt kannst du das nicht ausmachen, wo der Fehler ist. Hä? Wo ist mein Pulverized Obsidian? Da. Gut, jetzt warte ich auf mein Glas. Ich müsste 24 Stück rausbekommen. Ich hab noch 28. Achso, nee, du machst Hardened Glass. Hardened Glass, genau. Was? Mhm. Wie viel braucht er davon? Also er braucht nur ein Pulverized Lead, aber er braucht dafür 8 Pulverized Obsidian. Das sind 2 Obsidian-Blöcke. Alles klar, ich weiß, was ich zu tun hab. Ich muss mir einen neuen Bucket machen. Kann ich sollten. Wir sollten vielleicht noch ein Crucible. Ein Obsidian habe ich hier übrigens noch. Hol ich mir gleich. Ich brauche sowieso noch viel mehr. Das ist noch das ganz vom Anfang, was wir nicht abbauen konnten, weil wir noch nichts, kein Obsidian-Werkzeug hatten. Wo ist er? Ich mache mir gerade mal ein paar Eimer. Okay, ich habe übrigens noch 2. Bist du unten im Keller? 4. Ja. Okay, wenn du hochkommst, dann liegt ein bisschen was. 2 Eimer und ein Obsidian. Ah, danke. So, und dann kann ich hier noch was in die Erzekiste bestimmt packen, ja. Kann keinen Squid machen. Ich weiß nicht wieso. Ich hätte die Samenkiste befüllen können. Ah, ich crafte auch noch ein bisschen was. Und zwar mal eine kleine Batterie. Also meine Enderlily-Samen habe ich jetzt in die Samenkiste gepackt. Und wenn wir wissen, wofür wir die brauchen, können wir sie dann ja schön benutzen. Leads, Redstone. Jetzt habe ich... Nein. Er hat irgendwas falsch gemacht. Er hat irgendwas kaputt gemacht. Nein, habe ich nicht. Doch. Nein, habe ich nicht. Doch. Aber ich brauche eine Spitzhacke... die Obsidian abbauen kann. Ach, scheiß drauf. Ja, dann komm halt her, ich geb sie dir. Ach, du hast eine. Die kann auch Obsidian abbauen. Das Obsidian kann Obsidian abbauen, ja. Okay. Ich habe nämlich versehentlich das Obsidian gesetzt. Das ist doof. Ja, ich weiß. Na, muss ich leider gestehen, das ist wirklich doof. Wo bist denn jetzt? Versteck mich vor dir. Du bist doch da unten, oder? Nein. Was? Da bist du. Hier, die kriege ich aber zurück, ne? Ja. Das ist nämlich meine Obi-Axt. Die habe ich im Obi gekauft. Ah, okay. Mach's dir selbst, oder wie? Oh ja. Haben wir noch irgendwo Lead? In der Schmelze jede Menge. Ah, okay. Ich glaube aber auch, ich habe doch eben Lead gemacht. Mein Block. Nee, ich habe... Das ist selbst nicht so genau. Ja, ich gehe sie gucken. Ja, Molten Lead ist noch einiges da. Ich bin aber auch gerade hier bei unserer Kiste. Ich
glaube, da ist noch, müsste noch Lied sein. Ich glaube, in dieser... Ich hatte nicht irgendwann mal Lied? Ah, da ist ja auch noch ein Obsidian, das nehme ich auch mit. Hui! Gut. Dem Nutoka okay. Die... Ah, stopp! Glas habe ich, brauche so. Eigentlich nur noch Redstone. Ey, hast du noch? Deine Obi-Axt. Meine Obi-Axt. Hast du noch Redstone, das du nicht brauchst, zufällig? Ja, ich habe gerade 12 Stück dabei hier. Ne? Ja, danke. Und ich warte hier drauf. Aber ich brauche auch gleich irgendwann oder nächste. Ich brauche noch 4 Stück. Eigentlich bräuchte ich nächste Folge Redstone. Noch 4 Stück. Ja, schnapp dir erstmal alles. Okay. So. Machen wir mal einen Redstone-Block. Direkt aus dem Tank. Der Tank wird wieder befüllt, habe ich das Gefühl. Wie kann das denn sein? Welcher Tank? Der Lava-Tank. Ja klar, der ist automatisiert. Nee, der wird doch nicht gefüllt. Der wird, es geht runter. Also welcher der bezieht Tank? Auch aus dem Fluid Lava 1600. Okay, dann. Ja, gut, wir haben ja eben ziemlich viel da rausgeholt. Muss dann man ja auch ich, dazu dann kann sagen. Ich den Tank, unseren Notreserventank ja wieder auf Füllen stellen. Ja. Gut. So, dann befüllt er jetzt. Gut. So haben wir nie einen Engpass. Ist recht gut da. Wir haben sowieso selten Engpässe. Muss man einfach sagen, wie es ist. Hast du recht. So, jetzt brauche ich noch Kupfer. 3 Stück. Und wir haben noch 11. Also ich muss schon sagen, wenn man das hier richtig entgangen hat, hat man weniger Energieprobleme als wir auf einer Standard-Map, ne? Wegen Ex Nihilo. Ja, doch. Ist auf jeden Fall ausgefuchst, um das Ganze mal so zu sagen. So, 6 Redstone habe ich noch übrig. Brauche ich nicht. Ich mache die wieder in die Redstone-Tonne. Ja. Ja, da kann man auch wieder Sachen reinmachen. Das ist richtig, ja. Ich muss mal gerade so und so. Dann habe ich alle Eimer hier. Schön. Ich zapfe mal Energie ab. Gut. Obsidian. Ach nee, falsch gewesen. Das müsste es sein. Das ist Output. Das ist irgendwas anderes. Das ist Input, okay. Ich hab mal so eine kleine Batterie hier hingemacht. Jetzt mal gucken, wenn wir mal irgendwo Energie brauchen. Also kann ich das Lava ja wegnehmen oder was? Nee. Lava-Tank. Weil dann haben wir ja, theoretisch können wir das als Puffer holen, aber hier die Leadstone Energy Cell, wenn wir die halt mit dem. Ja, guckt gar nicht. Wenn wir die mit dem Hammer abbauen, hier, ja. Dann speichert die Energie und wir können die irgendwo anders aufstellen. Das heißt, wenn wir irgendwo mal Energiepass haben oder irgendwo anderweitig Energie brauchen. Dann aber können wir einfach so hoppla hopp die woanders hinstellen. Gut, aber die kann nur 80 pro Tick abgeben, ne? Ja, so wie der Steam Dynamo auch. Ach so, die können auch nur 80 pro Tick abgeben, ja. Ja. Gibt momentan sogar nur 78. Okay, jetzt wird's mehr. Was wollte ich denn tun? Ah ja, genau. Wie viel hat die Schmelze dann noch an Saft? Auto. Da ist ja jede Menge Lava drin. Ach, du sagtest doch auch mal, das ist automatisiert, die Lava vom Tank. Wo hast du das denn langgelegt? Hast du es hier unter langgelegt oder was? Die Leitung? Was meinst du? Ach, von der Schmelze? Da ist der Crucible. Ich bin ja blind, das ist ne? einfacher eine neue Ressource dazu basteln, als das da darüber zu ziehen. Ja, das stimmt. Okay, dann brauche ich also noch ein bisschen Zeugs. Kraften. Praktisch wären natürlich 8 Eimer. Volle Sau. Was? Nein, ich doch nicht. Doch. Kann ich mir die vielleicht auch jetzt hier schon wegnehmen? Du sagtest ja 150% mehr. Nee, der ist wieder am Limit, ne? Der Crucible. Ach, das liegt ja jetzt auch daran, dass der... Ja, der haut die Batterie Energie, halt voll. Der haut die Batterie voll, genau. Du kriegst gleich einen auf der Batterie. What? Yep.
Say what? Say what, what? Word, in the word, word, word. Oh, verdammt. Da brauche ich ja fertiges Holz. Was holen wir denn? Was holen wir denn? So, 14 Obsidian, alles klar. 1, 2, 3, 4. So. Damit müsste ich ja jetzt ordentlich was anfangen können. So, Pulverizer, Obsidian rein. Da kann ich mir sogar noch mal ein bisschen Lead holen, glaube ich, weil ich dann noch ein bisschen Lead brauche. So, einmal ordnen bitte. Ordnest du eigentlich auch meine Gürtelleiste da? Ja, das tust du. Das finde ich toll, Minecraft. Ganz toll finde ich das Minecraft. Oder Inventory Tweaks. Ganz toll von dir, Inventory Tweaks. So, Induktionsschmelze. Da ist jetzt nicht mehr genügend drin, ne? Ist ja klar. 11 Crushed Lead. Da kann ich dann... 88, da kriege ich 4 raus. Oh, da brauche ich ja, nicht mal. Das liegt. Gott. Brauche ich da so viel Obsidian, ne? Mann, Mann, Mann. Ach, da dran hängt es, okay. Flutsch, flutsch. Können Sie eventuell hinkommen? Oh, wir sind schon wieder bei 21 Minuten, das gibt's doch nicht. Mist. Ich wollte doch noch was machen hier. Wo dran hängt es? Aber wenn wir das dann bald fertig haben, sind wir auch bald bei 100% doch. So. Mit diesem, wenn ich hier die Hardened Glass Geschichte fertig habe. Ich weiß auch gar nicht, wie viel ich brauche. Ich mache mir hier voll viele. Ich müsste ja mal gucken, wie viel ich brauche. Das war. Wie viel braucht man denn davon? Ganz viel. Ganz, ganz viel. Also man bräuchte nur eine Redstone Energy Conduit, eine Hardened Energy Conduit. Eine Leadstone Energy Conduit haben wir natürlich schon und ein Red Net Energy Cable. Okay. Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Wir haben übrigens nur eine Minute. Ja, hab ich mir gedacht. Dafür brauche ich Red Net Cable. Oh, das kriegen wir ganz leicht. Gut. Mine Factory Reloaded. Ob das sind, billigere Kabel. Ach, ich Idiot. Rednet Cable. Das brauchen wir nicht. Wir müssen beenden. Wir haben nur noch eine halbe Minute. Machst du die Abmord? Ich suche ja, noch ganz kann gut ich weiter. Ja, danke, dass ihr reingeschaltet habt. Hat uns natürlich wie immer mal gefreut. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch da. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Tschüssi.